Hallo und herzlich willkommen zurück bei Patje spielt und zwar Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder in Böhmen unterwegs und genau gesagt in Rathai auf dem Weg zum Belagerungsfachmann war es, glaube ich, oder Bergbaufachmann. Auf jeden Fall sollen wir ihm Dokumente vorlegen von Ulrich und immer und ewig auch mit ihm darüber reden, warum die Minen noch nicht wieder in Betrieb gegangen sind. Das werden wir jetzt einmal... Wow, wieso ist denn die Steuerung diesmal so hakelig? Also das ist ja mehr als nur irgendwie Lecks. Dass das so abrupt rüberzieht. Wobei, das ist schon irgendwie... Irgendwas stimmt hier mit den Einstellungen nicht. Gut. Vielleicht regelt sich das noch wieder ein bisschen. Oh, ich habe gesehen, hier ist noch ein Sternchen gewesen. Ich zoome nochmal eben rein. Ja, doch nicht, das war nur das... diese Taschendieb-Geschichte, die wir ja nicht machen. Wir reden, der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Meister Pfeiffer, Herr Ratzi schickt mich. Ach ja? Er muss dich sehr schätzen. Ich gebe stets mein Bestes. Das ist gut, denn die Minen sind verdammt wichtig. Silber ist unser wertvollstes Gut. Wie kann ich dir bei deinen düsteren Vorahnungen helfen? Herr Ratzi mag mich für übervorsichtig halten, aber hier wurde eine Menge Silber entdeckt und niemand bewacht die Skalitzer Minen. Eine Einladung für Diebe. Glaubst du wirklich, dass jemand das Silber aus den Skalitzer Minen stehlen würde? Wäre das nicht arg aufwendig? Doch. Deshalb will ich auch, dass du nicht nur den Stollen, sondern auch die Schmelze und die Wasseranlage im Hof prüfst. Sieh nach, in welchem Zustand sich alles befindet und ob irgendetwas verdächtig aussieht. Meinst du den Hof bei der Skalitzer Mühle? Genau den. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er jetzt ist. Immerhin befand sich dort das Holzkohle- und Silberlager. Silberlager? Bestimmt ist es leergeräumt. Vermutlich. Mich würde es ziemlich wundern, wenn es überhaupt noch steht. Von was für einer Wasseranlage sprichst du? Ein Stampfwerk und Wassertröge. Sie befinden sich in der Biegung des Baches unterhalb der Burg. Du kannst sie nicht übersehen. Überall sind große Tröge und Werkzeug. Du erwähntest einen Stollen. Nur einen? Junge, das Bergwerk ist wie ein Labyrinth. Es würde eine Woche dauern, alles abzugehen. Ich rede von einem bestimmten Stollen am Fuße des Hügels, nahe einem Fischteich. Warum nur dieser eine? Weil ich glaube, dass dort ein Flöz ist. Alles weist darauf hin. Wenn jemand Silber stiehlt, dann mit Sicherheit von dort. Ist also mit Ärger zu rechnen? Nun, das wird sicher kein Spaziergang. Du könntest durchaus auf diese hungrige Hundebeute treffen, die Armee im Schlepptau hatte. Oder auf eine Räuberbande. Du und Herr Ratzig, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ja, es gibt gute Gründe für deine düsteren Vorahnungen. Ich hörte von einem Skalitzer Bergarbeiter, dass jemand dort etwas gefunden und nicht gemeldet hat. Ich wusste es. Dieser Bastard Wendel und seine Kumpane. Jesus Christus. Ich will, dass man sie allesamt in Ketten legt. Allesamt? Wie viele sind es denn? Ein, zwei Dutzend? Wie soll ich die alle festnehmen? Ja, ja. Natürlich, du hast recht. Es reicht, wenn du Wendel erwischst. Er hat die anderen auf den Pfad des Bösen geführt. Ich soll also die Mine inspizieren und dir Wendel bringen, falls ich ihn finde, richtig? Genau. Aber sei vorsichtig. Die Strafe für Silberdiebstahl ist der Scheiterhaufen. Diese Männer werden vor nichts zurückschrecken, wenn sie sich bedrängt fühlen. Nicht einmal vor Mord. Alles klar. Ich mache mich ans Werk. Wir müssen aber noch mehr reden. Gott segne dich. Was betrübt dich? Meister Pfeiffer, ich muss dich sprechen. Ich habe etwas über die gefälschten Münzen erfahren. Ach, wirklich? Sprich. Bei Rovna entdeckte ich einen Wagen, der die Münzen transportierte. Leider kam ich zu spät. Der Fuhrmann und sein Gefolge waren bereits tot. Verflixt und zugenäht. Weißt du, wer es war? Ja. Ein gewisser Ritter erschien dort. Offenbar war auch er hinter den Fälschern her. Das ist wahrlich überraschend. Was hat er dir gesagt? Er heißt Ulrich. Er sah aus wie ein Ritter, aber er wollte die Farben seines Herrn nicht preisgeben. Ulrich, sagst du? Könnte jeder sein. Kannst du ihn beschreiben? Ein älterer Kerl mit Schnurrbart.
Doch so grau sein Haar auch war, er war ein zäher Brocken. Kommt mir nicht bekannt vor. Allerdings wissen wir auch nicht, ob Ulrich sein wahrer Name ist. Ich fragte ihn nach seinem Lehnsherrn, aber ohne Erfolg. Die Zeiten sind wahrlich eigenartig. In vergangenen Tagen wetteiferten die Ritter um die Lobpreisung ihres Namens. Und heute nehmen sie fremde Namen an, verbergen ihre Wappen und schleichen durchs Land wie Diebe. Es schien, als verberge er seinen Namen, weil sein Herr mit Herrn Ratzig in Konflikt steht. Das kann gut sein. Herr Ratzig hat als treuer Anhänger des Königs viele Feinde. Er sagte mir, dass die gefälschten Münzen nach Passau gebracht und dort gegen Goldmünzen getauscht werden, die wiederum zurück nach Böhmen gebracht werden. Das erklärt, weshalb die gefälschten Münzen das Passauer Gegenzeichen tragen. Sein Herr ist mit dem Passauer Ratsherrn verbündet. Sie beauftragten ihn, all das zu klären. Ich frage mich, wer dahinter steckt. Er gab mir diese Schriftstücke als Beleg seiner Aufrichtigkeit. Es sind Berichte über die Verhöre der Verhafteten in Passau und ein paar andere Schriften. Er dachte, du würdest sie besser verstehen als er. Lass mich sehen. Wir, die Ratsherren der Stadt Passau. Verhör an diesem Tage. Und der Schmerzen preisgab. Der Ursprungsort ein Kloster im Lande Böhmen ist. Leider bestätigt das meinen Verdacht, dass etwas Zwielichtiges in Sasau im Gange ist. Münzprobe ergab, Kupferkern mit Amalgam überzogen. Das ist interessant. Hier wird beschrieben, wie die gefälschten Münzen gefertigt werden. Ich muss das ausführlicher studieren. Wir ermächtigen Herrn Ulrich, untersuchen, auf dass ich ihm niemand widersetze. Das scheint der Geleitbrief zu sein. Er trägt das Siegel der Ratsherren von Passau. Aber Sie haben den Brief nicht verfasst. Woher weißt du das? Ich kenne die Handschrift. Sie gehört Herrn Clemens von Kaplitz, dem hohen Schreiber der Rosenbergs. Die Rosenbergs? Wer sind die? Eine mächtige Familie aus Südböhmen. Burggraf Heinrich III. Ist ein großer Rivale unseres Königs Wenzel. Was hat all das zu bedeuten? Auf jeden Fall erklärt es, weshalb dein Ritter so geheimnisvoll ist. So oder so, wir müssen uns vorsehen. Und unsere Untersuchung beginnen. Den Schriftstücken zufolge verwenden sie Silberamalgam für die Beschichtung. Dieser Spur können wir folgen. Was? Silberamalgam. Es besteht aus Quecksilber und Silber. Das klingt, als könnte es nicht jeder in die Hände bekommen. Da hast du recht. Begib dich unverzüglich nach Sasau. Sieh dich in den Schmieden um. Jemand muss das Kupfer für sie bearbeiten. Ich werde mich indes mit Herrn Ratzig beraten und danach kommen. Wo treffen wir uns? Im Gasthaus, am Sasauer Hauptplatz. Gut. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ich stand hier nur rum. Fälscher von Urkunden. Die Nationenlehrer konnten nur selten lesen und schreiben, diktierten ihre Wortkommentare über Schreiber. Das geschriebene Wort galt demnach als wenig vertrauenswürdig. Schließlich könnten falsche Informationen aufgeschrieben worden sein. Man verließ sich auf mündliche Versprechen, Eide und das Ehrenwort des Gegenübers. Hey, pass auf! Ich merke ich mir. Ich glaube, es gibt auch einen Addon, um dieses ständige Gelaber, wenn man an Leuten vorbeigeht, ein bisschen runterzuschalten. Naja, Es gibt zwei zentrale Stellen, wo wir hin müssen. Ja, hier kann ich schon sagen, da sind Banditen, mit denen hatten wir schon sehr früh zu tun. Aber ich glaube, es macht Sinn, einmal nach Sasau zu reiten und uns dort bei den Schmieden umzuhören. Die Frage ist, machen wir das jetzt noch? Wie spät haben wir denn? Ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir stattdessen tun sollen. Einmal kurz gucken, wie das mit der Sattheit aussieht. Ich glaube, wir gehen noch einmal kurz hier draußen ein wenig snacken. Aus dem bereitstehenden Topf hier essen. Garlitz liegt in Trümmern. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Sasau. Versuchen mal dort noch ein bisschen was bei den Schmieden rauszufinden. Kurz nachgeguckt, ob die. Ja,
Das sind die beiden Quests, die momentan aktiv sind. Gut, dann machen wir das einmal per Schnellreise. Ab nach Sasau. Über den Weg oben rum. Alles klar. Wir werden wahrscheinlich eh erst abends ankommen. Womöglich wäre es schneller. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht habt ihr da Erfahrung, ob das schneller geht, wenn man selber reist. Oder ob das so der schnellere Weg ist. So, da musste ich mich einmal räuspern. Und schon haben wir hier... Zeig, woraus du gemacht bist! Ein Überfall auf dem Weg. Wir nutzen die Gelegenheit mal, um uns nochmal im Kampf zu üben. Jetzt bist du am Arsch! Eine ganze Menge hier. Ich glaube, wir müssen die eigentlich nur einmal treffen. Das wird eine Freude! Hat es mir getan! Okay, was ist jetzt passiert? Komme ich auch wieder nach unten und hoffentlich ohne Fallschaden. Das wäre jetzt ein bisschen unfair. Aber meine Gegner sind verschwunden. Ja. Aber auch deren Leichen offensichtlich. Oder zumindest, weiß gar nicht, ob es Leichen gewesen wären. Naja. Wir wollen uns bei den Schmieden umhören, also hierhin. Aber das ist eine Stelle, wo regelmäßig Hinterhalte lagen. Aber drei Stück auf einmal. Ich habe erst nur zwei gesehen. Naja. Alles gut. Und kurz vor 7 abends ist doch auch okay. Da können wir uns noch in Ruhe umhorchen, glaube ich. Ich hoffe, die Schmiede sind da noch nicht alle im Feierabend. Leid. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Für 3 Silber ist mir das irgendwie aber auch nicht wert. So, fragen wir mal bei ihm nach. Wie geht's? Wenn Sasa mit Kupfer arbeitet. Okay, mit dem Schmied zumindest konnte ich nicht reden. Hier drüben ist aber ja auch noch dieser dichtende. Die Sonne versteckt Schmied. Sich hinter dem Haus, ihre Glut wird kalt, ihr Feuer geht aus. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Wir reparieren noch einmal eben. Uiuiui. Ist aber einiges hier zu erledigen. Obwohl das aber nicht so teuer ist. Einfach abschließen. Zack. Arbeitest du hier mit Kupfer? Nein. Könnte ich auch nicht, selbst wenn ich wollte. Zach aus dem Kloster hat das ganze Kupfer aufgekauft. Was kannst du mir über die Schmiede in Sasau sagen? Gibt zu viele von uns für so ein Städtchen. Da ist zum Beispiel Zach, der eine Schmiede im Hof vom Kloster hat. Er macht hauptsächlich Sachen für den Kirchenbau.
Und dann gibt's noch den Meisterschmied, Otto von Rabstein. Erzähl mir von Zach. Hat nicht viel für den übrig. Sein Handwerk versteht er, keine Frage. Aber er glaubt wohl, sein Sohn Vitus wird eines Tages mal Meisterschmied in Prag. Mein Vater war Schmied und ich schätze, er hatte dieselbe Hoffnung. So sind Väter eben, nicht wahr? Sicher. Wer wäre denn nicht stolz auf seinen Jungen? Aber Zach übertreibt. Jedenfalls liegt er sich deshalb mit Meister Otto in den Haaren. Kannst du mir etwas über Meister Otto erzählen? Nun ja, der ist ein Meister, zu dem man aufsehen kann. Hat für die Herren von Kuhnstadt und die reichsten Bürger in Prag gearbeitet. Verzeih mir die Frage, aber was tut er dann hier? Das fragen sich alle Leute mit einer Birne. Er genießt die Ruhe und den Frieden. Oder besser genoss. Die Zankerei mit Zach hat ihm sicher ein paar graue Haare mehr beschert. Worüber streiten sich Zach und Meister Otto? Zach ließ seinen Sohn Vitus in Kuttenberg zum Waffenschmied ausbilden und wollte Ottos Schmiede für ihn kaufen. Aber Otto ist ein stolzer Mann. Wie würde das aussehen? Der Meisterschmied weicht einem gerne groß, der noch halb am Rockzipfel seiner Mutter hängt. Die zanken sich ewig deswegen. Naja, hauptsächlich Zach. Schwärzt Otto bei jeder Gelegenheit an und behauptet, dass Otto nur für Alteisen taugt und der Jungspund ihn verdrängen wird. Das wäre alles. Danke. Gucken wir mal. Ich verstehe nicht, wieso mein Charisma sinkt, wenn ich diesen edlen Hut aufsetze. Dann gesehen bin ich bei 15. Ach so, vielleicht weil der nur noch eine Haltbarkeit von 30 hat. Obwohl der hat einen Zustand von 100%. Ein bisschen blöd eigentlich. Gut, wir gehen erstmal rüber zu dem am Hof. Na komm schon. Ach, da bist du plötzlich. Ich dachte, du wärst noch drüben. Hier ist Ulrich, mit dem können wir später nochmal quatschen. Aber erstmal reiten wir an ihm vorbei. Zu dem Schmied, der hier unten ist. Feierabend. Das sieht ein bisschen danach aus. Ah, vielleicht wohnt er ja hier. Na, das ist ein schweres Schloss zu knacken. Na, das ist nur mein Pferd. Versuchen wir es mal. Müssen wir überall Schloss knacken. Wie spät haben wir es denn? 19.30 Uhr. Jemand aber früh Feierabend. Hallo? Ich will jetzt auch nicht einbrechen, wenn der gar nicht da drin ist oder so. Oder eben hier gar nicht wohnt. Ich glaube, dann kommen wir einfach morgen wieder und reden jetzt einmal mit Ulrich. Lässt die Tür aber offen, wenn er Feierabend macht. Auch gut. Ja, ich meine, um 7 Feierabend zu haben, ist ja auch mal ganz nett. Ja. Gut, reiten wir hier wieder zurück zum Gasthof. Reden einmal mit Ulrich und lassen es dann, glaube ich, auch einen Tag sein. Da! Oh. Eigentlich wirft mich mein Pferd ja nicht mehr ab, aber wahrscheinlich, wenn ich irgendwie vor so einer Dachlatte reite, wirft das Pferd mich nicht ab, sondern ich mich selber. Ich habe einen Händler entdeckt. Ein Humpen, hierher!
hier der Händler, aber mit dem bringt das irgendwie nichts. Mal kurz, der ist doch in einem anderen, ne? Nee. Aber hier sehe ich ihn hier, jetzt nicht. Hier, genau wie bestellt. Der wird doch nicht auch, der wird doch nicht schon schlafen. Doch, sieht ein bisschen danach aus. Gehen wir mal nach oben. Hier, na, schlafen wird er ja noch nicht. Er wird hier in sein Zimmer haben. Doch, tatsächlich. Sorry. Also, was hat Meister Pfeiffer gesagt? Ich fragte ihn um Rat und weiß nun, wo wir anfangen sollten. Erzähl mir mehr. Meister Pfeiffer zufolge benötigten sie Kupferbleche für den Münzkern und Quecksilber für das Alma... das andere eben. Aha, das Kloster verfügt über diese Materialien. Genau, deshalb bin ich an den örtlichen Schmieden interessiert. Ja, das klingt plausibel. Erst gestern erfuhr ich, dass die Leute im Kloster klagen, die ganze Nacht nicht schlafen zu können, weil der Schmied bis Sonnenaufgang durcharbeitet. Verstehe. Es lohnt sich gewiss nachzufragen. Sonst noch etwas? Du sagst, sie verwenden Quecksilber. Hier gastiert ein Maler, der die Kirche in Urschitze dekoriert. Er beschwerte sich, weil er im Kloster neues Quecksilber holen wollte, es dort aber keines mehr gab. Bestimmt lohnt es sich, dem nachzugehen. Danke. Mit dem Freskenmaler sollen wir sprechen. Wo ist der denn? Der ist auch hier. Dann machen wir das doch auch noch. Hier ist ja mein Zimmer. Schläft der hier? Wir holen jetzt die ganzen Leute aus ihren Betten, aber ehrlich gesagt um 8 Uhr. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Die Sonne ist noch am Himmel. Wie ich höre, hast du Probleme, an Quecksilber zu kommen. Und wie ich die habe. Zum dritten Mal in diesem Monat sagen sie mir, sie hätten keines. Es ist nicht zu bekommen, sagen sie. Von wem genau sprechen wir hier? Wer hält deine Ware zurück? Der Klostermeier, oder besser gesagt sein Gehilfe. Was hat der Klostermeier dir denn gesagt? Nichts. Er kümmert sich nicht um solche Lappalien, sondern überlässt sie seinem Gehilfen. Patziger Widerling. Das Quecksilber hat sich wohl kaum in Luft aufgelöst. Wo könnte es sein? Wenn ich das wüsste. Jedes Mal, wenn ich um rote Farbe bitte, sagen sie, es gäbe kein Quecksilber, um sie zu mischen. Einmal behaupteten sie, die Ware kam nie an. Ein anderes Mal, dass der Wagen überfallen wurde. Und zuletzt ging es irgendwie verloren. Und du denkst, sie lügen? Jesus, was weiß ich. Aber es kommt mir komisch vor. Ich meine, wie kann es dreimal hintereinander kein Quecksilber geben? So viel Pech auf einmal hat keiner. Wozu benötigst du Quecksilber? Sie brauchen es, nicht ich. Sie mischen damit rote Farbe für mich an. Ich male in der Uschitzer Kirche. Kannst du dir vorstellen, wie trostlos das ohne Rot aussieht? Nicht wirklich. Sei froh. Meine Augen schmerzen allein bei dem Gedanken daran. Danke, das wäre fürs Erste alles. Warte! Möchtest du nicht etwas kaufen, bevor du gehst? Oder würfeln? Ich brauche dringend Geld. Ich warte schon eine... Warum nicht? Zeig mir... Guck mal, was hat er denn? Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Übertrinken und Trunksucht. Packen wir mal ein, aber ich glaube, das kann ich eh nicht wirklich benutzen. Denn irgendwas Interesse, was ich dabei habe? Noch so Lederhandschuhe, die wir eh nicht benutzen. Wir falschen nochmal. Besprechen wir den Preis. Siehst du? Ich wusste, wir... So, würfeln habe ich jetzt keine Lust.
Und ich glaube, wir nennen es jetzt auch einen Tag. Wir können noch mal gucken, ob wir irgendwas lesen können. Aber dann gehen wir in die Nacht und damit auch in eine neue Folge. Habe ich die eigentlich mal durchgelesen? Wie viel ist denn das? Das ist schon nicht wenig. Gut, aber ich glaube, das Wesentliche haben wir da auch. Da sind die Bücher. Kann ich das lesen? Dann lesen wir jetzt und in der Zeit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge, wenn wir dann den Schmieden und dem Quecksilber weiter auf den Grund gehen. Macht's gut, ciao, sagt euer Patje.